Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Fabrik abgesucht. Einfach nur Fabrik. Und wir haben den zweiten Peilsender bekommen von den Kollegen hier. Und da oben sind auch noch ein paar Roboter, die hauen wir natürlich auch noch kaputt. Los. Spuckies. Okay. Weil da oben sind auch noch ein paar Roboter und wir sind jetzt voll auf Roboter. Teile suche. Ich habe irgendwie eine Blitzwaffe oder so bekommen für meinen Roboter. Und ja, machen wir natürlich auch noch platt hier, die zwei, drei, die nach oben sind. Mein Gott, sind hier viele Orte, die ich noch nicht gefunden habe. Hi, was geht? Ah! Ich krieg die Waffe, wenn ich dich erledige. Ja, geh du als Erste rein. Don't worry, be happy. Die Waffe ist immer noch überpowered. Wow, aber ich bin komm ohne Ende Schaden. Also, überlegen, mein Fatman mitzunehmen. Ist noch irgendeiner, warte. Den erledige ich jetzt in Zeitlupen-Modus. Warte mal, ich hab doch Impuls. Impuls Bean habe ich, glaube ich, nur, ne? Boah, meine Stimpaks nehmen ab. Ja, Morikadenser. So, Impulsgranaten. Damit werde ich doch wohl irgendwas schaffen können. Und so. Oh Gott. Nee, das macht keinen Schaden. Ich glaube, das macht gar keinen Schaden, oder? Ich sehe doch viel zu cool. Hey, da sind doch die Robo hier, ne? Ja, genauso sehen die Viecher in Fallout 3 auch aus. Nur waren das halt normale Gegner. Ja, das ist schon mal gut, dass schon mal Gegner hinzugefügt wurden. Alter, warum bringt denn das nichts? Wow. Ah. Da sind schon wieder so Sachen, das lohnt sich auf jeden Fall ein DLC runterzuladen. Wenn schon mehrere Sachen dabei sind. So, und jetzt stört mich irgendwie, dass man. Hab ich dich so? Stört mich schon wieder, dass man nicht Granaten werfen kann und im VATS-Modus, weil das konnte man im Fallout 3 nämlich. Aber Granaten musste man so ausrüsten. Deswegen macht das auch Sinn. Hier macht das gar keinen Sinn. So, was mache ich denn jetzt? Ich komme an den nicht vorbei. Was soll ich denn jetzt machen? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, den jetzt hier die ganze Zeit so zu stunnen. Au! Warte mal. Du hast aber bestimmt nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen aufballer, oder? Hey, da. Ist was überhaupt dabei? Scheiße, ich hier. Tut sich aber auch nicht daraus wegbewegen, ne? Der Pisser. Ja, was mache ich jetzt? Oh Gott, jetzt bewegt er sich. Ach komm schon, kannst du mal wenigstens so tun, natürlich. Angreifen. Ich meine, bekommt er nicht mal Schaden dadurch? Hallo? Mein Gott! Ich wünschte mir sehr, ich hätte meinen Fatman dabei.
Gott verdammt. Alter, das geht doch nicht. Was soll ich denn hier machen? Da haben wir uns noch Medex rein. So. Bin ja sicher, ne? So, gucken wir mal. Okay. Ah, ich muss es jetzt, ich treffe die verdammte Wacht. Ist das? Na, oh, leck mich. Ich will gar nichts ab. Oh, jetzt kommt er auch noch näher. Ich werde dich doch bestimmt von hier aus treffen, ne? Der Liebe und dem Krieg ist alles erlaubt. Ja, ich mache das jetzt so. Ist doch egal, was ihr denkt. Lasst ihn noch. So. Ah, du bist jetzt gleich weg. So. Was ist das? Gott, verdammt, verreck doch mal. Ich kann ein Roboter so viel aushalten. Ah! Ich hab kein AP. Ah, ah, ah. Ah. Ich hab keinen AP gehabt. Oh, wehe, der trifft mich. Irgendwie so ein Querschläger. Alter. Verreck. Verreck. Oh nein, jetzt explodiert der auch noch. Ja. Vielleicht kommt noch irgendeine Nachexplosion oder irgend so ein Scheiß. Ich kenne das doch. Eine Viech, was irgendwie da oben ist, scheint kein bisschen interessiert für mich zu sein. So. Wachbottbeine, okay. So, was ist da oben noch für ein Viech? Warte. Das Viech erledigt, da möchte ich ja wohl auch noch schaffen. Gott, was ist das denn für ein bulkiger? Der hat ja auch voll viel aus, Mann. Das ist eine Zeitschrift. Weil der hat irgendwie doch keinen Bock, um zu kämpfen, oder? Okay. Er ist so erstaunt von dem, was ich gerade gegen seinen Kollegen gemacht habe, ne? Okay, und eine Grognak, der Barbar. Roboterjäger, cool. Grognak, der Barbar. Kritische und waffenlose Angriffe. Habe ich das jetzt nicht langsam schon vollkommen hochgeballert? 9, ah, noch 1, okay, cool. Das ist passiert gerade. Zwar nicht auf den allerbesten Wege erledigt, aber ich hab's erledigt und das ist das, was zählt. Also egal, das Spiel ist auf Überleben eingestellt, dann mache ich alles zum Überleben. Von da kann man nur noch oben hin. So. Gut. Ich hab nicht vergessen, hier ist noch was. Zwar ein Keller, der Meister verschlossen ist. Da wollen wir natürlich auch rein. Kein Schwein weiß wieso, aber wir machen es einfach.
Ja. Perfekt. Das wär's. Gut. Ich frage mich aber, ob ich auch Teile bekomme von Gegnern, die jetzt nicht so, sag mal, Custom-Roboter sind, so wie die, die wir hier begeben. Oh, Raider, hallo, ne? Du bist nicht groß, dass hier jemand lebt, ne? Ich meine, da war Meister verschlossen, hallo. Ich hätte denken können, dass hier irgendwas ist, was nicht gesehen werden soll von irgendjemandem. Und da war eine mysteriöse Fremde, die mich die ganze Zeit hätte gebrauchen können. Geschütze auch als Roboter. Erhöhter Schaden und so. Auch immer gegen die Wand zu schießen. Sie werden nun ausgeschaltet. Hello, my baby. Hello, my honey. Frister. So. Na, kennst du schon meine neue Fähigkeit hier? Ich mache mehr kritischen Schaden mit Nahkampfangriffen, ja. Ich glaube, diese Betäubungsangriffe, klappen die überhaupt gegen Roboter? Ich glaube, ich habe nicht ausprobiert. So, weg mit dich. Oh, okay. Das war ein Ding. Alles klar. Ach, das war Dingens hier, was ich in Diamond City angenommen habe. Ein Steckbrief, genau, ich erinnere mich. Meine Güte, aber Meister verschlossen. Hätte man denn hier reinkommen sollen? Also überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht unauffällig versteckt. Muss mal googeln, was man mit den Lunchboxen machen kann, ob man überhaupt was damit machen kann. Weil die sind unter Diverses und nicht unter Schrott, deswegen nehme ich mal an, die sind für irgendwas sammelbar. Nicht einfach nur so, weiß ich nicht, so random Sachen, so Schrott oder irgendwie. Okay, wie sollte man denn hier reinkommen? Muss da noch irgendwie einen Eingang geben? Aber ich vorstelle, man den nur mit meisterlichen... Oh, hier, okay. Wollte schon sagen, kann doch nicht sein, dass man nur mit meisterlichen Lockpick-Fähigkeiten hier reinkommen kann. Wir sind schon am Ende des Dungeons, ne? Wahrscheinlich sind hier noch 10, 20.000 Raider. Ja, ich weiß, ich muss mit Ada reden, aber eins nach dem anderen. Ja, wollte schon sagen. Tastenfeld, was? Okay. Was zum Teufel war das? War auch noch nicht. Ich sollte mehr so auf Schleichangriffe gehen, habe ich das Gefühl, jetzt wo ich meine Fähigkeit habe. Oh. 4,2-facher Schaden. Ein bisschen random die Zahl, aber okay. Ich rette euch ja alle vor eurer Sucht. No score. Oh. Hey, meine XP. Okay. War noch irgendjemand hier?
Mach irgendeinen Code für das Tastenfeld. Weil sonst könnte das lange dauern, bis ich die Kombination da bekomme. What? Hast du gerade gesagt, Ada? Ich stand doch Ada daneben. Oh Gott. Alleine eine Power Armor. Ey. Gott. Sahen die Schüsse schon immer so heftig aus? Wo sind wir auch mit dem Addon irgendwie jetzt so? Hey, was geht, na? Boff. Und. Ja, gut, dass du die Falle aktiviert hast, Ada, ne? Absichtlich, nehme ich an. Sag mir. Noch Magazin? Ne, ich dachte. Die haben sich hier gut gehen lassen. Eng frei. Nein. Noch jemand hier? Ich brauche immer noch den Code, hallo. Mach mich neugierig darauf, welchen Code. Oh nein, legendärer. Alter, wo bin ich denn hier? Keiner. Wow. Er hat Schaden bekommen, aber der hat mich nicht gesehen, ehrlich. Ich werde dich finden. Ist doch geil, die Fähigkeit. Ich sag doch, die ist geil, die Fähigkeit. Aber ihm tut das natürlich nicht so viel abziehen. Oh, er war gut. Nein. Und in seinem Kopf schon Schrott. Hält er gar nicht wieder aus, mein Gott. Verdammt nochmal hier. So eine Kyroschaden, cool. Ich bin überladen, warte mal. Hey. Nimm Zeugs von mir. Nimm diese Hanteln, die ich mal mitgenommen habe. Nein. Hey. Ich will ja einfach bei mir zu Hause haben. Oder, was? 204, ich dachte 240. Strong muss ja sein Body hier. Einen Trab halten. Denn jemand muss doch hier so ein Code haben. Hey, geblieben. Warum treffe ich dich nicht? Das macht mich wahnsinnig, wenn ich hier den Dings nicht finde. Legendäre, der hier, ne? Sound legendärer, was? Du willst voll viel aus, nein! Schon mutiert. Da hab ich ganz schön viel abgezogen, Mann. Alter, wo kommen die alle her?
So stark ist der. Ich gucke zurück. Geh einfach mal an den Tastenfeld nachgucken. Schau mich am Ende um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Code. Mein Gott, ist das denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Code irgendwie bekomme. So am Anfang irgendwie bekomme oder der muss er irgendwo hier am Ende sein. Steht da. Weißt du? Kann es ja unmöglich gefolgt sein. Code fehlerhaft. Code fehlerhaft. Nutzlos. Scheiße, was war das? Oh, scheiße, nein! Na, warte mal, ich habe da einen Steckbrief bekommen. Vielleicht steht da ja irgendwie ein Code. Weil dann müsste ich den ja haben, ne? Weil ich kann ja nichts eingeben oder so. Also, sie haben Geld aus dem Feld, alles. Aber wenn ich den Code hätte, dann hätte er ihn ja eingegeben. Irgendwo hier sein, stimmt. Komm schon. Aber vielleicht auch nicht. Also irgendwo muss er doch sein. Aber nee, anscheinend nicht. Oh, hallo. Hat der? Ja, das ist hier, ne? Hierfür ist das wohl. Keine Ahnung. Ich will mal notieren, wenn ich irgendwann darauf zurückkomme. So, ich nehme an, weil du hier bist, hast du... Da du hier bist, hast du wahrscheinlich alle erledigt, ne? Wen verarsche ich eigentlich? Das mit dem Timmy muss ich mir auch noch notieren. Ich hab irgendwann mal machen, vielleicht. Aber erstmal weiter im Text. Die Quests, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich glaube noch an der gleichen Stelle, ehrlich. Wie hast du es eigentlich geschafft, ihn gar nichts abzuziehen? Den Raider mit komplett vollen HP. Wie geht das? Wir sind immer noch alle leben. Im Dunkeln. Ich bin die Nacht. Ein kritischer Schleichangriff und ihr seid weg. Das wäre schön, ne? Ah, kann ich den Part wieder hier beenden bei 25 Minuten. Cool. Oh, geil. Gut, dann bin ich hier in Sicherheit. Diesen Part und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.